Was ist Sprache? Das scheint erstmal eine ganz einfache Frage zu sein, aber wenn man länger darüber nachdenkt, merkt man, dass es gar nicht so einfach ist, eine Antwort zu formulieren. Darüber nachdenken, was Sprache ist, das hat auch Ferdinand de Saussure getan. Überlegen wir einmal anhand von Beispielen, was Sprache bedeuten kann. Ich spreche drei Sprachen. Ich spreche gerade in der deutschen Sprache. Und mir hat es die Sprache verschlagen. Aus diesen Beispielen wird deutlich, dass wir drei verschiedene Aspekte von Sprache unterscheiden müssen. Und genau das hat der Schweizer Linguist Ferdinand de Saussure vor ungefähr 110 Jahren getan. Er hat eine klare Aufteilung des Begriffs Sprache in drei Bedeutungen vorgeschlagen. Beispiel 1. Ich spreche drei Sprachen bezieht sich auf den Sprachbesitz eines Sprechers und auf das soziale Gebilde. Das erkläre ich noch genauer. Sprache ist ein System aus Zeichen, beim Sprechen sind das Sprachlaute, und Regeln, wie diese Zeichen miteinander verknüpft werden müssen. Für die deutsche Sprache hat man zum Beispiel abgesprochen, dass eine Katze Katze heißt und dass man sagt, ich gehe nach Hause und nicht nach Hause ich gehe. Sprachbesitz bedeutet dann, dass man weiß, welche Zeichen man verwenden soll und wie man diese Zeichen nach welchen Regeln verknüpfen muss, um verstanden zu werden. Wenn ich also sage, dass ich drei Sprachen spreche, dann sage ich eigentlich nichts anderes, als dass ich gelernt habe, mich an diese Absprachen zu halten. De Saussure nennt dies Langue. Hier oben habe ich euch mein Video zu Was ist Sprache verlinkt, in dem ich noch einmal genauer eingehe auf, was Sprache als ein System von Zeichen und Regeln zur Verknüpfung dieser Zeichen genau bedeutet. Beispiel 2 zeigt, dass Sprache auch als Sprachvollzug aufgefasst werden kann. Als Sprechakt. Besonders gut sieht man das im Englischen. I'm speaking German. Das bedeutet, ich bin gerade dabei, Deutsch zu sprechen. Das ist die Parole. Im dritten Beispiel geht es um die biologische Sprachfertigkeit des Menschen. De Saussure hat dies Faculté de Langage genannt. Hiermit ist also die Artikulationsfähigkeit genannt. Es gab viele Versuche, die französischen Begriffe Langue, Parole und Langage ins Deutsche zu übersetzen, aber das war nicht erfolgreich. Die Begriffe Sprachbesitz, Sprachvollzug und Sprechfähigkeit, die haben sich nie durchgesetzt.